herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Ja, und der Harry ist bei mir. Servus. Hallo. Servus. Schaut gerne auch mal bei ihm vorbei. BlackBeast86 auf YouTube. Und lasst auch bei ihm mal ein Abo da. Jo. So, wir machen weiter. Ich muss hier noch deinen Anhänger voll machen, gell? So. Der will gerade nicht, der Baum. Dann drehe ich den gerade mal um. So, warst du bei der Einweihungsfeier vom RaceX? Nur mal kurz. Achtung! Ja, ich hab keine Zeit, ey. Ja, ich müsste auch. Jetzt habe ich ja den Auftrag. Ja. Ja, der, der Sepp. Nee, Quatsch. Der Hans-Peter hat mir auch schon wieder einen Auftrag zugeschanzt, ey. Ja, ich hätte dann auch für dich einen Auftrag gemacht. Okay. Um was geht's da? Bäume fällen. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, bei Hof 2 da. Dann. Okay. Um wie viel geht's denn? Da ich 20 Bäume oder? Okay. War ganz genau, weiß ich noch nicht. Was für welche? Ja, schon. Hier. Fichten? Ja, ja. Also keine Birken und so. Okay. Ja, das ist ja dann, okay. Ja, wie gesagt, ich soll irgendwie für irgendein Fest soll ich irgendwas vorbereiten, da soll ich irgendwelche Baumstämme entfernen. Oder Bäume entfernen. Ja. Noch keine Ahnung. So. Muss er das Telefonat hier nicht belauschen, muss sowieso hier zack, zack machen. Ist gut, dass der ein Transportunternehmen hat, da können wir uns gegenseitig helfen. Volker, hallo? Hi, Volker. Servus. Ey. Tut mir wirklich leid, dass ich nicht zu deiner Eröffnung gekommen bin, aber... Alles gut. Ey, ich habe keine Zeit. Der Hans-Peter hat mir auch schon wieder einen Auftrag gegeben. Der Harry Hofer hat mir gerade einen Auftrag gegeben. Ich, brauche, glaube ich, bald einen neuen Mitarbeiter. Jo. Muss ich so noch was beim Hans machen und dann fahr ich mal zum Harry mit dem Haus. Ah, das ist gut, dass du anrufst. Ich habe vorhin schon dran gedacht, aber ich habe schon wieder vergessen gehabt. Du solltest bei mir noch den Garten machen. Hast du den vergessen? Ah, ja, stimmt. Stimmt. Also, falls du mal eine ruhige Minute hast, dann... Kannst du mal runterfahren. Ich meine, ich habe zurzeit sowieso keine Zeit, im Garten zu sitzen, aber... Ja... Da müsste... Der Hans hat ja eigentlich, solche Säcke da, ne? Die Säcke. Achso, so, Erde. Ja, genau, Erde. Ja, ja. Dann ruhe ich mir da vom Grat weit und dann fahr ich grad runter zu dir. Okay. Du weißt noch, von wo bis wo? Ja. Bis zu den Vogelscheuchen. Genau, von meiner Deko bis zum... Jo. Okay. Okay. Super, danke. Jo, ciao. Ciao. Hallo. Ja, Marona. Ja. Hallo. Bäume können Sie doch umsägen. Die nehmen Sie bitte mit. Oh, okay. Ich habe nicht gesehen, dass der Jürgen schon was im Anhänger hat. Okay, ja, dann passt's. Wir hatten schon was. Dann, spute ich mich mal. Danke. Jo. Ciao. Du Harry? Ja? Kannst du gerade mal einmal wenden und dich hier vorne hinstellen? Hier quer? Ja, gerade so hier in die Richtung. Ja. Ja. Dann lege ich dir gerade den nächsten gleich hinten drauf. Ähm.
kriege ich den. Naja. Kannst du noch ein Stück? Gut. Guck mal, dein Deutsch packt es gut. Ja. Also mit dem Steier voller Anhänger war schon ein bisschen knapp an der Grenze. Hat ja leider nicht so viel PS. Wo ich vorher zu Hause gewesen bin, bevor ich hier hergekommen bin, da hatte ich zu Hause auch einen Steier. Ein Steier? Den großen oder den kleinen? Nein. Okay. Ja, ich glaube, du kommst ja auch aus Österreich, ja? Von dem her. Und so ein bisschen Heimattreue muss ja schon sein. Ja. So. Wir haben nicht so viele. Ich hab nicht so viele Dorfsteier. Nee, Steier ist, glaube ich, nicht so weit verbreitet. Ich weiß gar nicht warum. Aber das Rot und Weiß, also. Da ist schon einer meiner Lieblingsmarkt. Ja, sieht gut aus, finde ich auch. Auch bei überlegen, ob ich mir demnächst auch einen zu. Absehen. Warte noch. Jetzt, ja, bitte. Ich glaube, du kannst dann gleich schon mal runterfahren. Okay. Die erste Ladung wegbringen. Ja. Weil wenn es halt zwei werden, wird es halt zwei, kriegst du halt mehr Geld. Aber musst auf jeden Fall sowieso zweimal fahren. Einen mache ich dir dann noch drauf. Ups, also. Achtung! Oh, das war aber. Du kannst gerade noch auf die Seite springen, hey. Oh. Oh, nee. Das ist ja das, was mich immer nervt, ey. Muss ich hier Bäume retten? Lädst du die noch auf alle? Einen lade ich dir noch drauf, dann kannst du runterfahren. Muss ja die anderen auch noch absägen hier. Werde ich noch Nachmittag bis Abend werde ich beschäftigt sein. Sägewerk ist. Haben wir denn hier das? Bei der Mühle unten. Ah, okay. So, dann nehme ich gerade den noch. Also ich muss sagen, im Vergleich zu unserem ersten Kontakt freue ich mich, dass es inzwischen so viel besser geworden ist. Ja. Man braucht manchmal ein bisschen, bis man zueinander findet, gell? Frage. Ja. Bitte dann jetzt mal kurz weg für. Für? Dann 10 Minuten mal kurz weg. Ja, kein Thema. Alles gut. Aber was ist so bei dem Anhänger hier? Na, alles gut. Ich habe genügend Arbeit hier noch. Kann ich den hier mal 10 Minuten stehen lassen? Ja, Motor ist er aus, oder? Ja. Das Klo ist, glaube ich, da hinten in dem Häuschen drin. Okay. Also, ciao.
Ja, ich komm dann wieder. Jo. Jo. Gutes Geschäft. Ciao. So, guti, gut. Da kann ich den in Ruhe beladen. Ist auch gut. Ich meine, ist alles seine Arbeitszeit eigentlich. Dann knall ich ihm noch einen Baum drauf. Also mit einmal kommen wir sowieso nicht hin, dass der mit einmal alles abfährt. Von dem her. So, Harry mal anrufen. Der Harry ist nicht da, der ist gerade aufs Klo. Ah, okay. Aufs Klo gegangen. Jo. Wo steht den Volker an? Hallo? Hi Volker. Servus. Ich komme jetzt zu dir und sähe den Rasen da an, ne? Ja, kannst du machen. Ich habe durchgezählt, ich weiß, wie viele Bäume da. Ja. Wie viel ich hier abgeerntet habe. Hm, wie viel kriegst du? 25 Bäume plus Steuer. Mhm. Das ist die Seite vom Knoll da, ne? Genau. Das macht dann, warte, 30.000. 30.000. Dafür, dass das so schnell ging. Jo, vielen Dank. Jo, bitte. Jo, passt. Kannst du dem Harry Bescheid sagen, wenn er wieder zurück ist, dass ich jetzt gleich, er soll mich mal anrufen, weil ich würde dann sein Haus gleich vorbeibringen. Okay, mach ich. Jo. Du, wie ist denn das mit der Steuer? Hast du da eine Ahnung? Wer registriert denn die Steuer, die Umsatzsteuer? Wer die einsammelt? Jo. Ich glaube der Bürgermeister. Okay. Aber ich muss ja jeden Monat oder so muss hier gemacht werden, ne? Normal bei jeder Einnahme musst du die direkt abführen. Deshalb ja ich. Okay. Weißt du? Müsst ja eigentlich. Ja, bisher kam noch gar keine Steuer an. Ja eben, deshalb ja. Weißt du, ich würde halt schon gerne meine Steuern gleich bezahlen. Nicht, dass es hinterher heißt, ich hätte die hinterzogen. Ja. Kannst du das gerade in den Stadtanzeiger vielleicht schreiben? Was genau? Dass die nach jeder Bestellung oder so, nach jeder Einnahme, abgegeben werden muss. Steuer. Ja, das würde ich machen. Jo, merci. Ich überweise dann gleich den aktuellen Steuer, also von meinem Gewinn gerade den Steuersatz. Jo. Gut, also bis später. Jo. So, dann mache ich gerade nämlich mal die Steuer hier gleich, dann ist das erledigt. Ich zahle das an die Gemeinde, ist ja egal an wen. 2500 war die Steuer. So. Steuern von Umsätzen bitte direkt nach Bezahlung an die Gemeinde überweisen. 10% vom vereinbarten Preis. So. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ich will hier als Steuersünder dastehen. So, dann ist der Anhänger hier gleich mal voll für den Harry.
absägen. Ach nee. Hallo? Hallo, nett, dass du dich wunderst, dass so viel Geld abgegangen ist. Dein Haus stand noch nicht hier. Out of RP, ne? Ich hatte das doch platziert. Okay, ne, dann passt. Okay. Was? Wir sind so 16. So, wir haben den Harry Hofer hier ordentlich beladen. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Der Harry Hofer ist im Moment ja noch auf dem Klo. Ja, schaut gerne morgen wieder rein beim Harry Hofer vorbei, Blackbeast86 oder beim Jürgen Ray6, Dark Ray6 YouTube. Und bis morgen. Tschüssi.